Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, in der vergangenen Folge haben wir ja aufgehört. Und ja, Leute, jetzt geht's weiter mit dem guten Ketchup-Mann, den wir hier haben. Natürlich ist es Blut, wir wissen es alle. Man munkelt auch, dass es Ketchup sein könnte. Okay, wir haben auf jeden Fall Munition. Recht viel, muss man sagen. Müsste auch reichen. Um erstmal weiterzukommen mit dem Rathaus. So. Auch wenn ich erst so sagen muss, ich möchte lieber noch mehr Ressourcen. Okay, Lampe lassen wir lieber an. Liegt hier was drin? Nö. Okay. Hier vorne haben wir ein Fotoapparat. Okay, dem kann man nichts machen. Konnte ja sein. Gut, dann machen wir mal hier weiter im Rathaus. Wir durchsuchen aber alles. Wäre zumindest nicht schlecht. Hier könnten natürlich überall Teile und so sein. Schießpulver, ja. Kann man immer gebrauchen. So, wartet mal. Hier ist eine Spritze. Da hauen wir uns nochmal eine Spritze von uns rein. Dann haben wir volles Leben und nehmen die hier mit. So. In der vergangenen Folge hatten wir ja auch diesen Kampf gegen dieses große Ding. Ich hoffe, das begegnen wir nicht nochmal. Aber ich denke mal. Früher oder später werden wir es nochmal sehen. Den großen Kollegen. Also, wer die Folge nicht gesehen hat, gerne nochmal anschauen. So. Hallo? Ist hier irgendwo jemand? Boah, was ist denn das für helles Licht hier? Ich ja. So. Also, hier gibt es keinen richtigen Weg. Wir müssen also hier durch. Okay. Das ist seine Vorgehensweise. Er ist hier. Kunst. Das ist wahre Kunst. Wunderschön. Wunderschön. So, dann machen wir mal hier zur Tür, würde ich sagen. Oh nein, hier ist was. Hallo? Ist hier jemand drin? Wer dann melden? Boah. Wo war das? Ich habe doch jemand gehört. Bitte sagen Sie, wo Sie sind. Boah, hier sind überall Geräusche im Hintergrund. Möchte ich überhaupt wissen, wo die Troller war? Ja, möchte ich. So, Kraut nochmal, sehr gut. Davon kann man nie genug haben. Okay. Dort geht's weiter. Gucken wir mal. Was soll das denn? Ja, Sebastian, hier sehen wir eine Form von Kunst. Was ist das? Die Kamera ist ganz schön alt. Muss was bedeuten. Nichts. Was habe ich übersehen? Fokus einstellen. Das gleiche Kleid. Hallo? Warum geht ja irgendwie gerade gar nichts dran? Wartet mal, wir gucken uns mal noch hier etwas um. Hier ist überall dieses Kleid. Rosen. Halt. Ja. Jetzt habe ich doch schon was im Kopf. Die Rose muss hier rein. So. Wartet mal. Das drehen wir noch. Wartet mal.
Wie sieht das hier auf dem Bild aus? Noch mal kurz hingucken. Ja, so. Kann man hier vielleicht noch Arme finden? Da dran müssen an die Puppe. Okay, wir lassen das mal so und probieren es nochmal. So. Fokus. Ja, hier müssen 100 Pro die Arme noch zu dieser Puppe. Das könnte ich mir ganz gut gerade vorstellen. Untersuchen. Vielleicht die Kette noch. Hier hinten ist die. So. Smaragdhalskette. So. Wir gucken mal noch hier. Okay, den Schrank oder so können wir ja nicht öffnen. Gut, dann probieren wir das nochmal. Es geht. Oder? Hat das jetzt irgendwas gemacht? Er hat es. Okay. Alles ist zu. Was war das? Was geht hier vor sich? Etwas nehmen. Gut. Gut, wir machen Ich weiter. erinnere mich. Immer noch ungeklärt. Die Kunst würdigen? Na schön, wenn es mich weiterbringt, spiele ich deine Spielchen. Okay. Die Kunst würdigen. Was war das? Was war das? Geht die Tür jetzt hier vielleicht? Halt. Sie tickt, aber das Pendel bewegt sich nicht. Okay, wir kommen ja auf jeden Fall nicht mehr zurück. Wir sind hier drin eingeschlossen. Was geht hier ab? Ah. Wer denkt sich denn sowas aus? Ja, das ist Kunst, Sebastian. Das ist einfach Kunst. Die wahre Kunst. Ja. Fällt auch auf, hier sind überall Rosen drauf auf diesen ganzen Bildern. Ja. Können wir hier noch irgendwo was machen? Dort hinten ist jetzt ein Bild. Okay, wir gehen Das da ist mal hin. Lily. Der Kerl spielt mit mir. Ja, das ist unsere Tochter. Was geht hier vor sich? Oh Gott. Fuck. Ah! Wer ist da? Oh mein Gott, dann ist es so finster. Ich höre Musik. Das Bild von einer Tür. Ist der Typ.
Halt, die Tür ist offen. Okay, weiter geht's. Wo ist der? Okay, was haben wir hier? Waffenteile. Sehr gut. Die kann man natürlich sehr gut gebrauchen. Nehmen. Okay. Noch eins. Aber was hat er vor? Da hinten ist was. Sehr gut. Okay, raus hier. Was ist das? Da ist wieder eine Tür. Da hinten ist er. Ich weiß nicht, sollen wir hinrennen oder soll ich schießen? Wir laufen mal zu ihm hin. Ich bin auf jeden Fall bereit, auf ihn zu schießen. Ha! Was geht jetzt hier ab? Was ist das für ein Horrorhaus? Okay, dort vorne ist Licht. Wir rennen dorthin. Ja, super. Es geht nach unten. Hallo? Ist da unten jemand? Hier ist Blut. Boah, was geht hier ab mit den so mit dem Sound? Hier ist. Was? Das war der Kopf von unserer Tochter. Du Scheiße! Was sind das für Dinge? Genau, was sind das für Dinger? Boah, stehen die wieder auf? Kann ich die zerstören? Boah, ich habe Angst, dass sie wieder aufstehen. Okay, wir sehen es einfach mal als Kunst an. Das ist einfach Kunst. Okay, was soll ich ja machen? Ach du Scheiße, wie sieht denn der aus? Jeder hat überall solche kleinen Blasen an sich. Halt, vielleicht kann man die zerstören. Denen ist was drinne. Loot. Wir schlagen auf eine Figur ein bisschen mehr ein. Okay, jetzt nochmal noch die hier. Das täte mich gerade mal interessieren, vielleicht ist da Loot drin. Ne? Das weiß ich halt nicht. Komm, weg mit dir. Weg mit dir. Na ja, okay, wir machen weiter. Würde ich sagen. Okay. Hier ist die Tür. Okay, wir rennen. Boah, wo sind wir hier nur gelandet? Wieder mal. Dann liegt auf jeden Fall Zeug auf dem Boden. Nehmen wir mal mit. Okay, wir sind voll. Das muss der Emitter sein. Was ist das? Ich höre doch irgendwas. Von wo kommt das her? Boah, was ist das? Okay, wir gehen hier hin. Autorisierung erforderlich. Bitte ein autorisiertes Terminal verbinden.
Terminal? Das muss dieser Kommunikator sein. Okay, dann rein damit. Neustartsequenz eingeleitet. Sie haben so lange nach mir gesucht. Also hier bin ich. Aber Moment, Sie suchen nicht mich. Nein, Sie suchen das Mädchen. Ich sollte beleidigt sein. Aber wie könnte ich? Sie sind nicht der Einzige, der ihre Macht will. Es gibt noch jemanden wesentlich würdiger. Er kann mich auf unvorstellbare Weise belohnen. Tut mir leid, aber Sie wurden überboten. Sie strahlen Furcht aus. Wunderschön, aber noch unvollendet. Ich bin Stefano und Sie sind jetzt mein Kunstwerk. Verdammter Wichser! Statten meine wunderschöne Obscura. Neustartsequenz eingeleitet. Sequenz in 90 Sekunden abgeschlossen. Das Ding stoppt die Aktivierung des Emitters. Na toll. Wir müssen dieses Vieh irgendwie besiegen. Okay. Renn ich weg! Macht das dem Vieh überhaupt was aus? Ach du Scheiße! Boah. Schnell, 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 schnell. Renn, 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 renn. Okay, wir schießen jetzt das Vieh damit ab. Okay, das hat funktioniert. Ich muss nur durchhalten, bis der Emitter startet. Sequenz in 80 Sekunden abgeschlossen. Okay, gut, 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 gut. Sequenz in 70 Sekunden abgeschlossen. Komm her. Wir machen wir. Nee. Da hinten ist es jetzt. Okay. Wir nehmen mal Schockbolzen. Komm. Komm, 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 komm. Da oben. Oh Gott. Sequenz in 60 Sekunden abgeschlossen. 60 Sekunden, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm her. Okay, wir müssen die Linse anscheinend immer treffen hier von der Kamera. Das ist gerade einfach mal so meine Vermutung. So. Hat die Zeit wieder angehalten? Gut. Dann nehmen wir wieder die Armbrust, würde ich sagen. Nein. Jawohl. Sequenz in 30 Sekunden abgeschlossen. Aua. Renn, 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 renn. Oh Gott, da will uns. Ob er sagt, es will uns. Nein, daneben. War jetzt gerade ein bisschen zu hektisch. Okay. So, mein Kleiner.
Ist auf jeden Fall cool Design. Da muss man schon mal so sagen. Der Karl hier gefällt mir vom Aussehen her. Ja, sehr schön. Sequenz in 10 Sekunden abgeschlossen. Okay, sehr gut. Wir haben es geschafft, oder? Ja. Sehr schön. Stabilisierung abgeschlossen. Gut. Mein Arsch ist gerettet. Aber was soll ich als nächstes tun? Wenn er weg ist, hat er Lily nicht hier gelassen. Wohin hat er sie gebracht? Ich sollte Kidman davon berichten. Mist. Vielleicht kriege ich draußen ein Signal. Verlasse das Rathaus. Okay. Wird gemacht. Wir schauen uns aber noch ganz kurz ein bisschen um nach Ressourcen. Wir bräuchten vielleicht noch ein paar Kugeln oder so. Aber irgendwie sieht es hier drin auch ziemlich leer aus. Also ich glaube, hier ist nichts mehr, oder? Hier hinten? Nein, okay. Dann weg hier, würde ich sagen. Denn Kraut, das nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Tür zu. Okay. Die Tür ist auch zu. Gut, dann gibt es wohl nur den Weg. Aber wir müssen natürlich unser gutes Kraut immer mitnehmen. Das ist sehr wichtig. Ich würde mich aber gerade echt freuen über ein paar neue Kugeln und so weiter. Vielleicht noch ein paar Bolzen für die Armbrust. Ist ja auch nicht schlecht. Okay, da ist eine Spritze, sehe ich gerade. Halt, verdrückt. Irgendwie passiert mir das sehr oft. Spritze, komm, hau sie dir rein. Sehr schön. Dann nehmen wir die neue hier mit. So. Wir müssen auf jeden Fall hier raus. Auch wieder abgeschlossen. Und lass mich raten, auch abgeschlossen. Ja. Okay, also es gibt nur einen Weg, so gesehen. Gut. Unglaublich, dass diese Mistkerle Lily als eine Art Versuchskaninchen benutzt haben. Und dann so dreist sein, mich zu schicken, um ihr Chaos zu beseitigen. Wie ein richtig kranker Scherz. Ja, das ist schon wahr. So, Metallrohr. Ich glaube, hier gibt es wieder mehr zu finden. Pistolmunition. Ja, sehr gut. So, was haben wir hier? Aber Pistolenmunition, sehr schön. So muss das. So und nicht anders. Okay, dann ist wieder mal so eine Figur. Sehr schön. Dann können wir wieder so ein Safe öffnen. Okay, hier geht's lang und hier hinten nicht, okay. Man muss natürlich immer gucken, wie viele Wege man hat, damit ich nichts liegen lasse. Ich möchte nämlich so gut wie fast alles mitnehmen, was es zu finden gibt. Okay, sehr gut, wir sind wieder hier. Gut, dann würde ich sagen, speichern wir kurz ab. Wie immer, sehr wichtig ist das.
So. Spielstand überschreiben. So. Waffenverbesserung. Geht das jetzt nochmal wo? Lass mal hier gucken, würde ich sagen. Erhöht den Schaden. Och, ja. 10 Waffenteile, ja, da können wir bestimmt was machen. Nee, ich bezweifle es. Da brauchen wir erst mehr Teile wieder hier. Das ist da leider zu wenig. Gut, dann verschwinden wir mal wieder hier raus. Ich hoffe, draußen ist dieses Vieh nicht mehr. Nicht, dass wir jetzt plötzlich gegen das kämpfen müssen. Ich könnte mir es aber ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt. Rathaus von Union. So. Hä? Die Tür ist zu. Okay. Warum ist die Tür zu? Wir kommen da nicht durch. Ja. So muss das, würde ich meinen. Okay, dann suchen wir mal noch einen Weg hier, würde ich sagen. Ist das jetzt der falsche Weg hier, den wir genommen haben, oder was? Ich glaube ja. Na toll. Juhu! Verdammt. Der Mistkerl hat Lilly immer noch. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Wir haben den Kontakt mit dem Marker wiederhergestellt, Agent Kidman. Wurde auch Zeit. Stellen Sie ihn durch. Sebastian? Sebastian, bist du da? Kidman. Endlich. Alles in Ordnung? Dieser Psycho läuft hier immer noch frei rum. Der Emitter scheint ihn verlangsamt zu haben. Aber er ist entkommen. Und er hat Lilly. Sie hat bestimmt schreckliche Angst. Ich muss sie finden, bevor er ihr etwas Furchtbares antut. Ich bin so nah dran. Ich kann es spüren. Wir wollen sie genauso sehr finden wie du, Sebastian. Ja, natürlich. Euer wichtiges Experiment soll ja bloß nicht fehlschlagen. Es wäre eine Tragödie, all die Zeit und das Geld zu vergeuden. Ich habe für mich gesprochen, nicht für Mobius. Ich habe beim Testen viel Zeit mit Lilly verbracht. Sie ist ein gutes Kind. Ich will nicht, dass sie leidet. Ich weiß, wie schlecht es steht. Aber ich habe Vertrauen in dich. Konzentrier dich auf die Aufgabe, dann können wir sie retten. Gemeinsam. Ja. Okay, du hast recht. Danke für die Motivation, Kidman. Mach dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin er sie gebracht hat. Er sagte, sein Name wäre Stefano. Stefano. Verstanden. Ich schaue, was ich herausfinden kann und schicke es dir dann. Okay. Ich schau mal bei O'Neill vorbei. Vielleicht kann er mir helfen, diesen Psycho zu finden. Guter Plan. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Und Sebastian? Ja? Viel Glück. Danke. Wohin hat er sie gebracht? Ich habe es wohl gerade rausgefunden. Er versteckt sich nicht besonders gut. Fast so, als ob er mich verspotten würde. Tja, wenn er einen Kampf will, dann kriegt er ihn. Ich muss nur einen Weg dorthin finden. O'Neill, ich bin's. Der Stabilisierungsemitter ist also wieder in Betrieb? Sagen Sie, dass Sie den Kern gefunden haben und zurückkommen. Nein, dieser Irre hat sie immer noch. Aber ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Ja, ich sehe es auch. Ich empfange
lange wieder das Signal, aber jetzt kommt es aus dem Theater im anderen Teil der Stadt. Okay. Wieder durchs Mark, schätze ich. Ich brauche vielleicht Hilfe. Bin dabei. Der Emitter scheint dort einige Durchgänge stabilisiert zu haben. Ausgang D5 dürfte am nächsten beim Theater liegen. Ich bin nicht sicher, was Ihnen dort begegnen wird. Passen Sie auf. Mittlerweile überrascht mich gar nichts mehr. Kapitel 6. Oh Mann. Was ich mich aber auch so frage, was ist, wenn wir Lily, also unsere Tochter, gefunden haben? Weil der Typ von Morbius, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, die wollen sie ja dann bestimmt behalten. Das könnte ich mir wirklich ganz gut vorstellen. So, wir gucken mal noch ganz kurz hier überall. Vielleicht gibt es hier noch was, was wir noch mitnehmen könnten. Kann man das entschärfen? Nein? Okay. Ja, dann machen wir einfach weiter, würde ich sagen. Vielleicht nochmal hier hinten gucken beim Haus. Weil ich würde nämlich schon gerne noch ein bisschen Munition oder sowas mitnehmen wollen. Falls hier noch irgendwo was ist. Nein. Okay, nee, wir machen jetzt weiter direkt. So. Dann machen wir mal zurück. Also dort hoch müssen wir. Ja. Gut, dann würde ich sagen, mal rein in die gute Hütte hier. So. Leider benutzen. Ja, das heißt, wir müssen zurück zu unserem guten Kumpel O'Neill. Hier ist der schöne Spiegel. Ja, das heißt, wir müssen wieder den Weg hier nehmen, wie es aussieht. Okay. So, ich würde sagen, hier an dieser Stelle hier, Leute, beenden wir auch erstmal wieder die Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Dann müssen wir das Mark durchqueren und zum Ausgang D5. Ja, aber Leute, wem die Folge gefallen hat, kann auf jeden Fall wie immer eine Bewertung da lassen. Würde mich sehr freuen. Und ja, Leute, haut rein und ciao!